So. Also die Imba-Armee ist jetzt auch gleich fertig. Oh, und die Armee wird jetzt. Oh, okay. Das ist natürlich ja super gut für mich, dass er jetzt rauskommt. Und die, also nur zur Qualität von den Einheiten. Also der bietet gerade 5.000, 7.800. 7.800 Einheiten. Und ich habe 2600 und trotzdem, wenn ich automatisch mache, gewinne ich. Ist halt schon krass. Aber so ein Riesengefecht, das spielen wir natürlich. Alter. Okay, das ist natürlich unpraktisch, dass wir keinen Hügel haben. Also wir haben hier einen kleinen Hügel. Ich würde auch versuchen. Warte, wie viel bekommen wir von Hügel? Oh, wir bekommen genug von Hügel. Das Problem ist aber das da. Es wäre hier so schön. Ja, wobei ich jetzt. Also der Hügel hier ist auch nicht wirklich nennenswert. Ich stelle aber trotzdem hier die Sachen auf. Aus einem einfachen Grund. Und zwar, dass die Flanke hier besser geschützt ist. Also, dass er hier nicht so schnell zu mir kommt. So. Wir haben nur zwei Pikiniere, drei Pikiniere. Das ist ein bisschen wenig. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay. Dann wollen wir die Pikiniere mal aufstellen. Hier. 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 Hier kommt hier hoch. Le General, wo bist du? Da bist du. Kommt hier hin. Hier sind noch drei spartanische Hopliten. Warte, einen würde ich noch hier hin tun. Zur Sicherheit. Okay, er geht halt komplett auf die Masse. Würde ich auch machen. Also ich würde an seiner Stelle wirklich auf alle Armeen einfach nur warten, bis die da sind. Ich mache nochmal normal, weil es ist hier nicht sauber. So. Kampfgeist. Der wird nochmal praktisch. Unzerstörbar. Nice. Warte, ich mach mal das andersrum. Dass die Bogenschützen hier sind. Die brauchen nicht so einen flachen Winkel zum Schießen. Gut, da bin ich mal sehr gespannt. Oh! Da bin ich ja jetzt froh, dass ich hier noch welche habe. Ich kann halt ja jetzt keine Brandschüsse machen, aber das ist in Ordnung. Also, stellt euch vor, ihr seid in der Armee und ihr könnt halt nicht weiter sehen als so. Also ihr, warte,
Ihr seht halt, dass hier oben Feinde sind. Ihr wisst nicht, wie viele Feinde es sind. Und dann müsst ihr halt den rutschigen Berg hoch und hier gegen so eine Speerphalanx kämpfen. Das ist halt echt assi. Alter. Also hier muss ich halt aufpassen. Also hier muss ich aufpassen auf die Seite, aber ich kann ihn nicht anders hinstellen. Ich kann ihn ein bisschen stumpfer hinstellen. Ich glaube, so ist es besser. Ja. Also klar, hier ist jetzt eine größere Lücke, aber dadurch können die da auch besser dagegen wirken. Oh, es geht los. Let's go. Ja. Unser General wird angegriffen. Krähenfüße wirken halt auch. Ich mach mich mal ein bisschen breiter. Irgendwie, die bewegen sich ein bisschen langsamer jetzt. So, in die Bresche, das brauche ich noch nicht. Okay, hier sieht es noch ziemlich gut aus. Er hätte halt wirklich auf alle seine Einheiten warten müssen oder sollen. Das wäre besser gewesen. Also die machen Schaden. Die machen richtig schön gut Schaden. Okay, das ist gut. Ist gut, dass er jetzt in den Nahkampf geht. Ich bin jetzt Inspektor Barnaby. Schau mit Mama. Ja, alles klar. Dann viel Spaß. So, ich glaube, die brauchen ein bisschen Unterstützung jetzt. Interessanter wird es dann mit denen. Thank you.
Okay, hier ist alles in Ordnung. Die fliehen, die auch. Hier wäre es halt interessant. Okay, hier sind auch schon welche an die Seite gekommen. Aber der ist auch, ja, total, total fein gerade mit dem Leben noch. Okay, ich dachte gerade, die kommen erst, also die kommen noch gar nicht. Was auch problematisch ist bei so vielen Einheiten, dass man, also man kann, glaube ich, nur maximal zwei Fullstack-Armeen haben. Also das heißt, immer wenn eine flieht oder eine stirbt, eine Einheit, kommt halt am anderen Arsch der Welt, kommt halt dann eine neue Einheit, und das ist ein bisschen blöd. Der schießt mal auf denen. Okay, Adelsinfanterie wird auch interessant. Also die werden natürlich ich überlege gerade. Ich werde, glaube ich, jetzt zum Gegenschlag ausholen. Und zwar muss ich ja die da langsam austauschen. So, also nicht austauschen, sondern entlasten. Und hier kommen jetzt auch weitere. ist leider ein bisschen schade, weil dass man nicht wirklich richtig krass große Armeen aufbauen kann. Okay, ich verstehe schon irgendwo, weil sonst wird es halt auch ein bisschen heftig mit den Micromanagement und so weiter. Aber es ist halt ein bisschen heavy. Gut, einmal bitte Signalpfeife. Und ja. So. Ihr seid hier irgendwie ein bisschen im Plop, und das mag ich nicht. So, bitte hier, bitte da. Das ist gut. Bitte schnell schießen. Hier auch schnell schießen. Ich bin sehr gespannt, wie viel die Einheit getötet hat. Das muss halt auch mega viel sein. Sehr schön. Kommt dann dahin.
So, das war's jetzt aber. Wir töten sie alle! Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ja. In der Tat, das tut sie. Jetzt mal ganz kurz, was könnte oder was hätte er besser machen können? Er hätte auf jeden Fall warte, jetzt kann ich eigentlich runtergehen. Er hätte auf jeden Fall seine Stärke ausspielen müssen. Aber wie hätte er das machen können? Er hätte meine Pikiniere pinnen müssen. Also das heißt, hier auf jeden Fall Druck aufbauen müssen mit seiner Fernkampfkavallerie. Das, was er hier gemacht hat. Also er hat ja meine Hopliten, die hier waren, bis zur Hälfte runter oder also auf jeden Fall ziemlich runter gemacht. Und die haben natürlich bessere Verteidigung als die Hopliten. Also wenn er. Ups. Ach, ich muss die ganze Zeit rübsen. Was ist los da? Wenn er seine geballte Kraft an Fernschützen fokussiert hätte auf meine drei Fernkämpfer. Entschuldigung. Meine drei Pikiniere hätte ich meine Fernkämpfer auch ummodellieren müssten und alles halt hierhin. Und währenddessen, warte mal, ich zeige es mal kurz so. Also ich war ja hier so. Und hier waren meine Pikenphalanx und hier der Rest war alles nur Hopliten und der hat die den Hauptangriff gegen meine Piken gemacht, also sein Nahkampf-Hauptangriff und das bringt halt überhaupt nichts, ne? Also bringt halt, also mir bringt es sehr viel, weil dadurch mache ich sehr viel Schaden an seinen Einheiten und ja, aber er macht nicht viel. Ich schicke die mal ein bisschen vor und baller den mit Signal. Ja, okay, muss ich gar nicht. Ja, also ich habe ja keine Kavallerie, deswegen kann ich die ja vielleicht ein bisschen mit Fernkampf. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, okay. Gut, glorreicher Sieg. Der hat 7800 aufgestellt, ich 2,6. Und ich habe 4,6 getötet und er hat 460 getötet. Alter. Okay, also das ist mein neuer Rekord. Also 1193 und 1071 haben die beiden Einheiten getötet. Da sieht man schon, dass er und hier 420, das war die in der Mitte. Und die da, alle so 120, 300, okay, 300 ist auch heftig. Hier, die da, der hat niemand getötet, der 9, 0, 0, 0, 1, 100, fast 300, 200, 300, 4. Also, hier sieht man schon, wo der Hauptangriff von ihm stattfand, und zwar an den beiden. Und die beiden haben, also, wie gesagt, falsch fokussiert.
Aber er hat auch nicht alle gleich bekommen. Hier sieht man auch, die da sind unangetastet, die kamen erst ganz zum Schluss rein. Das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich. Aber ja. Das war natürlich eine sehr effektive Schlacht für mich. Oder praktisch für mich, dass er rausgegangen ist aus der Stadt. Infanterie natürlich. Kind ist geworden, das ist wunderbar. Jetzt gehe ich mal hier hin. So. Gut, der hat Elefanten. Ach, warte mal, ich komme da gar nicht hin. Ich komme gar nicht zu ihm hin. Gut. Also das Auskundschaften bringt überhaupt nichts. Nur, dass ich halt dann ja, dass sie Erfahrungen bekommt und ja, sonst bringt das gar nichts. Gut, aber der kommt ja nicht zu mir. Das heißt, ich kann die 501. auch runter nach Spanien schicken. Müssen wir halt schauen, dass hier dann genug Einheiten oder Armeen sind, um den Norden zu bändigen. Und hier die Armee ist jetzt... Nein, die ist immer noch nicht fertig. Warte mal. Rhodos? Warte, Rhodos, nein! Stopp, stopp, stopp. Aber Rhodos wird das nicht schaffen. Rhodos wird das nicht einnehmen können. Die Frage ist, was er dann macht. Warte mal. Gewaltmarsch ist hier nicht das. Ja, doch. Ich muss ja wieder hier runter und meine kretischen Bogenschützen ausheben. Was brauche ich dafür? Da muss ich ziemlich weit noch gehen. Was erforsche ich gerade? Das da? Warum da? Ah, wegen Rüstung. Hier mache ich öffentliche Ordnung und meine Kultur. Okay, jetzt kann ich hier schon mal ziemlich reinbashen. Ist gut. Aber die Stadt kann ich nicht ohne weiteres. Ohne Hilfe kann ich die auf jeden Fall nicht einnehmen, weil er hat hier noch eine Fullstack Gewürzhändler, so eine Fullstack Armee, eine Fullstack Flotte drin. Dementsprechend hole ich jetzt mal die 501. die mit den, was ist das? Die 3000. Die 3000 plus die 501. werden dann Tarraco erobern. So, genau, da brauche ich Holz für. Wo ist Holz? Wo ist Holz? Ah, ich stehe gerade ein bisschen schief. So, Entschuldigung. Wo bekomme ich Holz her? Hier. Oder? Nee. Da drüben ist Holz. Bin ich jetzt dumm? Da ist Holz noch. Aber. Als muss doch überall sein. Okay. Vielleicht ist hier nochmal Holz. Ja, wobei, nee, das sind ja nur zwei Provinzen oder zwei Städte. Und es wird immer bei den Städten angezeigt. Ah, gibt es nur so wenig Holz? Das ist ja echt. Komisch. Da oben gibt es noch Holz. Okay. Und dann gucken wir mal.